Ein Testlabor in Hamburg. Hier kennt man sich aus mit Informationen, die von technischen Geräten ausgetauscht werden, mit Datenströmen, die über das Netz fließen. Der Trend ist klar. Man hat ja viele smarte Geräte heute im Haushalt, die Smartphones, von denen ja eigentlich schon gelernt ist, dass sie viele Daten raussenden, wenn man auch Apps benutzt und verwendet. Bei Smart-TVs, glaube ich, wissen viele Leute gar nicht, was dort passiert und machen sich auch keine Gedanken, ob man sich einen Spion ins Haus geholt hat, der irgendwelche Daten sendet. Stimmt das? Wir testen drei brandneue smarte Fernseher von LG, Samsung, Sony und einen älteren Smart-TV von Technisat. Wie informieren die Hersteller über die gesendeten Daten? Welche Daten fließen tatsächlich? Und kann man das abstellen? Bei der Ersteinrichtung gibt es erstmal eine Menge Lesestoff. Vor allem LG und Samsung liefern seitenweise Nutzungs- und Datenschutzvereinbarungen. Datenschützer kritisieren das. Die Informationen müssten knapper und nachvollziehbar sein. Sony hält das erfreulich kurz und bietet die Möglichkeit, die Internetfunktionen ausgeschaltet zu lassen. Das geht auch bei LG. Beim Technisat fehlt diese wichtige Information ganz. Der Nutzer kann beim Start nicht wählen, ob er das Internet nutzen möchte oder nicht. Technisat erklärt hierzu: Mit dem Techniline 32 exklusiv haben sie leider ein älteres Modell getestet, welches noch keinen Datenschutzhinweis im Zuge des Erstinstallierungsprozesses anzeigt. Das Gerät ist 1,5 Jahre alt. Schon überholt? Inzwischen hätten die Geräte einen ausführlichen Datenschutzhinweis, so Technisat. Ältere TVs erhielten nach Möglichkeit ein Update. Beim Samsung gibt es ebenfalls Grund zur Beanstandung. Beim Samsung konnten wir feststellen, dass ich die Möglichkeit auch hier habe, Häkchen zu setzen für die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbedingungen. Und es ist egal, ob ich diese Häkchen setze oder nicht. Der Samsung-Fernseher sendet trotzdem Daten, obwohl mein Verständnis wäre, dass ich das nicht möchte als User. Auf Nachfrage beschreibt uns Samsung einen Weg, wie wir doch die Datenströme kappen können. Dann gelingt es den IT-Experten. Alles andere als einfach. Den meisten Fernsehnutzern dürfte das ähnlich gehen. Samsung sieht das ein. Auch wenn uns bislang keine Kundenbeschwerden dazu vorliegen, wird Samsung aufgrund der Hinweise der Redaktion Wieso sowohl die Menüführung als auch die Beschriftung der verschiedenen Funktionen überarbeiten. Immerhin. Doch unübersichtliche Informationen stellen auch die Landesämter für Datenschutz bei Smart-TVs immer wieder fest. Wir haben als Landesamt für Datenschutzaufsicht smarte TV-Geräte getestet und das genau bemängelt. Im Datenschutz gibt es den Grundsatz, zunächst einmal ist alles verboten, es sei denn, es gibt eine Rechtsgrundlage oder der Nutzer hat eingewilligt. Wenn keines von beiden vorliegt, dann kann dieser Datenverarbeitungsvorgang unzulässig sein. Aber welche Daten fließen nun, wenn die Fernseher eingeschaltet sind? Um die Datenströme zu messen, schließen die Experten ein Zusatzgerät an, das sie entwickelt haben. Das protokolliert alle Internetaktivitäten. Im Betrieb sind LG, Sony und Technisat unauffällig. Aber ist die Internetfunktion aktiv, fließen Daten aus dem Netz zum Fernseher. Dabei handelt es sich etwa um Nachrichten, Hinweise auf die Mediatheken oder Software-Updates. Und fast jede Eingabe wird registriert. Von den Herstellern oder den Fernsehsendern. Der Samsung hält auch Kontakt zu Drittanbietern wie Netflix oder Maxdome, die nicht angewählt oder abgefragt wurden. Überwiegend ist es Werbung, etwa für Videoportale. Aber der Fernseher sendet auch Informationen ins Netz. Da können wir sehen, dass diese Datenpakete an den Hersteller gehen, an Sendeanstalten, aber auch an Drittanbieter. Und diese Drittanbieterdaten enthalten auch Cookies, die wieder Rückschlüsse auf das Fernsehverhalten oder auf anderes Verhalten des Users zurückzuführen sind. Und damit kann Werbung, gezielte Werbung, ausgesteuert werden. Samsung bestreitet das. Individuelle Nutzungsdaten werden in diesem Zuge nicht an Drittanbieter übermittelt. Aber unsere konkrete Frage, welche Daten die von uns festgestellten Pakete enthielten, wurde nicht beantwortet. Für Verbraucherschützer steht nach unseren Ergebnissen eines fest.
Für Verbraucher ist es derzeit kaum möglich zu erkennen, was mit ihren Daten passiert und wo diese hinfließen. Das muss sich unserer Meinung nach ändern. Das heißt, zum einen müssen die Geräte viel datenschutzfreundlicher voreingestellt sein, sodass eben, wenn der Verbraucher sich nicht aktiv dafür entscheidet, mehr Daten preiszugeben, diese auch nicht fließen. Und zum anderen müssen die Datenschutzbehörden viel wirksamer dagegen vorgehen, wenn sich Anbieter nicht an Recht und Gesetz halten. Das Fazit: Wer den Smart TV mit dem Netz verbindet, nimmt in Kauf, dass Informationen in beide Richtungen fließen, zum Zuschauer und von dort zurück zu den Herstellern oder den Sendern. Manches Modell entpuppt sich als allzu neugierig. Solange man das nicht ohne weiteres abschalten kann, bleibt nur eins: auf die schöne smarte Welt verzichten und die Verbindung ins Netz kappen.